Melina Sophie ist das neue Gesicht von der Die Sims 4 Kampagne. Der Slogan: Spiele Schicksal. Das Computerspiel ist seit dem Jahr 2000 echter Kult und fesselt seitdem zahlreiche Nutzer vor den PC. Jetzt gibt es eine neue Version mit einer besonderen Botschaft. Und dafür holt EA Games auch die deutsche YouTuberin ins Boot. Ich freue mich richtig, richtig doll, dass das passieren konnte, weil ich habe Sims schon immer gerne gespielt und jetzt habe ich meinen eigenen Sim. Ja, richtig gehört. In dem Computerspiel gibt es jetzt eine virtuelle Version von Melina Sophie und die wird in Kleinstarbeit erstellt. Wir haben quasi an diesem Tag, wo ich am Set war, genau meine Gesichtszüge nachkreiert. Ich habe einen Bogen ausgefüllt, was die Persönlichkeit des Sim angeht. Das heißt, dieser Sim ist quasi zugeschnitten auf mich und er ist genauso, wie ich im echten Leben tatsächlich auch bin, trägt die Klamotten, die ich tragen würde, sieht so aus wie ich, verhält sich so wie ich und den kann man in der Sims 4 Galerie downloaden. Damit spart sich die 24-Jährige selbst jede Menge Arbeit. Schließlich zockt sie das Game schon seit ihrer Kindheit und verbringt viel Zeit damit, ihr perfektes Abbild zu erschaffen. Als junges Mädchen kann sie sich dabei so richtig ausleben. Und wer die Sims kennt, weiß ganz genau. Der größte Spaß besteht darin, sich seine Traumfamilie zu kreieren. Und das am besten mit dem geheimen Schwarm. Melina betont, sie verarbeitet dadurch keine unerfüllte Jugendliebe oder gescheiterte Beziehung, erklärt aber: Ich bin ja im echten Leben homosexuell und natürlich habe ich in Die Sims auch immer eine weibliche Partnerin. Aber nichts aus dem echten Leben, nichts, was ich jetzt, was schon beim echten Leben passiert wäre. In der neuen Version des Spiels haben die Simmer viel mehr Möglichkeiten, auch im Hinblick auf ihre Sexualität. Für die YouTuberin, die sich selbst erst 2015 als lesbisch outet, ein wichtiger Schritt. Also ich finde es super wichtig und super schön, dass das Spiel genderneutral ist und dass man viel mehr Freiheiten hat als früher. Einfach aus dem Grund, weil sich das Leben sowieso so entwickelt. Und ich finde das gut, dass sich das Spiel damit entwickelt und einfach jeden so akzeptiert, wie er ist. Bei Die Sims 4 können beispielsweise auch gleichgeschlechtliche Paare Nachwuchs bekommen. Auch Melina nutzt diese Option. Allerdings nimmt ihre Mama-Rolle ein unschönes Ende. Ich hatte ein Kind, ich meine, es war ein Sohn. Und dieser Sohn saß nach der Schule die ganze Zeit vor dem PC und hat halt nicht wirklich gelernt, weil ich wusste gar nicht, dass das in dem Spiel überhaupt eine große Rolle spielt. Und irgendwann hat er schlechte Noten geschrieben und dann eines Tages kam er zurück vom Schulbus, hat sich einmal so gedreht und dann hatte er so Bundeswehrkleidung an. Und dann hieß es, dass mein Sohn so schlecht in der Schule ist, dass er jetzt zur Bundeswehr geschickt wird, um Waffen zu putzen. Und ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen. Das war schon traurig. Trotzdem ist der Webstar noch immer im Gaming-Fieber und kann sich jetzt endlich auch mit seinem eigenen Sim austoben.